Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LS22 auf der Landersum. Ich habe nochmal in den XML-Dateien noch ein ganz bisschen Kleinigkeit noch geändert. Vielleicht funktioniert das diesmal mit dem Häcksler. Ich glaube zwar weniger, aber gut, ansonsten merken wir uns vor 2.237 vielleicht noch nächste Season oder irgendwie bräuchten wir dann schon nächste Season ein, wenn wir Abwechslung richtig haben wollen. Oder eigentlich noch eher. Naja, egal. Wir hoffen mal aufs Beste. Im LKW hat zumindest jetzt im ersten Moment zumindest kurzfristig geklappt. Allerdings war ich auch nicht anwesend und konnten nur gucken, wie er jetzt hier genau gefahren ist. Das ist natürlich dann auch, ich würde mal sagen, ja, ob es tatsächlich läuft, das müssen wir erst herausfinden. Ansonsten, der 916 sollte leer sein, der kommt zurück. Der ist hier auch schon unterwegs. Der wird übrigens gleich zeigen, ob das tatsächlich klappt, ob es nicht klappt. Da müssen wir mal schauen, wie sich das so jetzt entwickelt. Gut, eine i3D-Datei konnten wir vielleicht nur noch ein bisschen dran rumbasteln. Das wird auch eine Maßnahme. Also ich muss auf jeden Fall sagen, der Häcksler ist auch wieder wunderschön. Viele schöne Funktionen. Nur fürs automatisierte Fahren vielleicht noch nicht ganz ausgereift oder nicht ganz optimal. Zumindest für das, was wir vorhaben. Aber gut. Mal schauen, mal abwarten, mal gucken, was da eventuell noch auf Dauer kommt. Irgendwas wird da schon eventuell irgendwas Gutes bei rumkommen. Und ansonsten müssen wir uns wohl darüber hier noch einmal eben austoben. Eine Sache, wo ich sowieso noch nicht so genau weiß, warum wir keine Dreschaufträge kriegen. Also ich habe immer noch so ein bisschen jetzt die Mod hier in Verdacht. Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht offscreen getestet, ob das sogar tatsächlich an die Häcksler Missionsmod eventuell liegt. Oder ob es wirklich einfach nur Zufall ist. Das ist durchaus auch alles möglich. Dass einfach Zufall ist, dass wir hier keinen einzigen Dreschauftrag bis dato bekommen haben. Aber irgendwie müssen wir auf jeden Fall noch Geld mit dem Drescher verdienen, weil sonst konnten wir sich auch genauso gut von dem trennen. Wir können ja auch genauso gut auch sagen, beziehungsweise wann spart das. Aber gut. Ich sag mal so, irgendwann haben wir auch mal das Geld. Irgendwann haben wir das Geld, um uns Mähwerk zu leisten. Ballenpresse soll so irgendwann nochmal kommen. Dann wird sich das nochmal irgendwann bestimmt zum Positiven wenden. Und das Feld, das haben wir auch an sich bald durch. Ich denke auch mal jetzt so von meinem Gedanken her, wir werden diese Folge hier noch ein bisschen was häckseln. Vielleicht klappt das sogar automatisch, dann können wir auch einfach mal sogar den Abfahrer hier mal wirklich komplett begleiten, mal komplette Tour fahren. Also wie ich sie jetzt fahren würde, nicht wie Autodrive hier einmal um den Pudding fährt. Aber da muss ich erstmal sicher sein, dass das hier auch generell läuft. Und nicht, dass der Häcksler nur gefühlt jeden Meter weitergeschoben wird. Und im Endeffekt passiert hier zum einen noch im Feld nichts, zum anderen geht die Ernte ins Nichts. Das ist zumindest aus meiner Sicht nicht im Sinne des Erfinders. Aber da hinten kommt schon mal, das ist schon mal gut. Er versucht auf jeden Fall mit dem Häcksler mitzuhalten. So wie wir ungefähr. Ey, 24 Gamma, das ist. Also, da muss auch jemanden erstmal erzählen.
So, jetzt ist eigentlich die Frage. Eigentlich. Ah, jetzt sehen wir sogar, ob es klappt oder nicht klappt. Klappt sogar gar nicht. Das war zu erwarten. Aber das Endstück, das guckt noch nicht ganz final. In andere. Das ist noch nicht ganz final nach hinten geklappt. Da muss ich wirklich in der Datei den Wert da auf 0 drehen. Ich habe gesagt, wirklich komplett bis aufs allerletzte wirklich ausfährt das Ding oder das Endstück von der Pfeife. Auch wenn ich glaube, dass sie so wahrscheinlich nicht unbedingt fahren würden. Wobei, das müssen wir mal wirklich überlegen. Ich habe jetzt bis dato noch nie so wirklich bei den Feldtexten so richtig drauf geachtet, bis wie weit die das Endstück von der Pfeife eigentlich ausklappen. Und dass ich mich hier auch noch ernsthaft neben dem Häcksler einordne. Bei dem Füllstand hier. Aber gut, 500 Liter ist auch was. Wenn, dann wollen wir auch voll fahren. Immer schön weiter in die Spur fahren. Nur, dass wir wissen, dass das am Ende funktioniert. Wie sieht es aber sonst hier oben mit der Gülle aus? Die sind zumindest fleißig. Das läuft, da muss ich mir zumindest keine Sorgen drum machen. So, das hat zwar an sich nicht viel gebracht, aber ein bisschen was ist auch. Ist halt eben auch sehr wertvoll. Wahrscheinlich geht es am Ende so wegen ein paar hundert Liter nicht aus. Wenn nicht sogar, dass das Spiel am Ende sagt, Equibet, die müssen mehr abliefern. Das sehe ich auch, wenn sie es sogar noch kommen, dass das passiert. Aber gut, da gäbe es prinzipiell am Ende eine endgültige Endlösung, dann setzt man diesen Wert hier einfach deutlich runter. So, dass das in etwa passt. Und wenn du mal einen Auftrag haben, wo wirklich guter Ertrag draufsetzt, dann hast du mal wirklich einen dicken Bonus. Ausnahmsweise mal. Aber gut, erstmal müssen wir uns hier rumkümmern. Kann ja sein, dass es sich sogar ziemlich genau ausgeht. Ach ja. Das ist doch schön, oder? Wie kurz vor Feierabend, bald die Felder erledigt, ich sag mal so. Unsere Gülle-Kolonne, die wird auf jeden Fall keinen weiteren Auftrag mehr kriegen. Da steht auf jeden Fall jetzt schon fest, die Erntekolonne hier, wenn sich das Feld runter hat, dann ist Feierabend. Dann brauchst du nicht mehr machen. Ich sag mal so, mehr kann sie auch nicht machen, weil man sieht einfach nichts mehr richtig. Und ja, ich hätte mal gesagt, dann ist das Spiel noch schon wieder so eine Sache für sich. Wenn du viel siehst, dann ist es natürlich immer schön, aber sobald du keinen richtigen Überblick mehr hast, dann ist das immer so eine Sache für sich. Also die Frage, ob der LKW gleich da ganz hinten rausfährt oder ob er erst nach hier hinten komplett hineiert. Das würde mich jetzt gerade interessieren. Immer schön den LKW im Blick halten. Nur um zu wissen, ob der Fahrer auch was in der Birne hat oder nicht.
ich glaube, du fährst da sogar raus. Du fährst da sogar tatsächlich raus. Also das Herz mindestens was in der Birne, das ist schon mal gut. Und wie sieht sonst gerade aus, der 718? Ist er schon fast wieder da, oder? Ja, ist so gut wie wieder da. Da müssen wir noch ein paar Meter, aber an sich sollte da nicht mehr viel passieren. Da brennt nicht mehr viel an. Mittlerweile hat sich das ja auch mit der Erntekette, glaube ich, auch einigermaßen eingependelt. Ist ja eigentlich auch schon fast wieder zu schade, dass das Feld hier bald abgeschlossen ist. Aber gut, ich habe hier nichts groß für den Schein. Ich erfülle nur das an Auftrag, was ich bekomme. Auch wenn ich persönlich auch gerne ein bisschen mehr Abwechslung gerne wirklich hätte. Aber gut, Häckseln bringt halt einfach gerade hier zu viel Geld. Da kann ich einfach nicht Nein zu sagen. Ich denke mal, vielleicht die Bahn noch halb zurück und dann sollte der Wagen hier theoretisch voll sein. Und das praktisch, da müssen wir mal gucken. Gucken wir weiter zurück zu Feld 66. Aktuell ist hier sogar keiner von den Zubringern. Aber sollte auch nicht verwunderlich sein. Was ich mir jetzt gerade frage, also ja, steht auf letzter Wegpunkt. Nur um mich zu vergewissern. Ich hatte schon kurz so ein bisschen das Gefühl gehabt, der würde mir jetzt fünfmal am Ende über dieselbe Stelle fahren. Gut, die Glück kriegen wir bezahlt, also das wäre zumindest nicht dramatisch, aber ist halt auch ärgerlich um die Zeit. Und der 27 ist schon da. Der 28, der eiert glaube ich irgendwo anders hier rum. Ich glaube, der müsste dann irgendwo hier unten sein. Also, jetzt ist die Frage, wo ist gerade der 28? Müsste doch eigentlich, glaube ich, gerade auf dem Rückweg sein. Ach, der ist da unten gerade. Tut gerade frische Gülle. Und dann hätten wir den auch schon mal gefunden. Dann wissen wir auch, was er macht. Ah, jetzt sieht man es auch oben am Kontostand. Wo der gerade ist. Einmal bitte fahren. Einfach Gas geben. Da wird schon schief gehen. So, dann ist gleich der 718 hier. Ich glaube, den Rest, den kriegen wir nicht drauf. Also der LKW muss tatsächlich sogar noch wiederkommen. Ansonsten kann ich wirklich sagen, der soll nach Feld 218 zum Lohnunternehmen fahren. Da passiert nicht mehr viel. Also so ehrlich muss ich sein. Ich hätte gesagt, einmal den da oben voll, dann gleich den 18. Und dann der letzte Rest auf dem LKW. Hat sich die Geschichte erledigt. Also von daher. Kann ich mit ruhigem Gewissen zufrieden sein mit der Arbeit hier. Und einmal bitte Gas geben. Aber ich würde dann auch an der Stelle sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Vielleicht mal nächste Folge ausnahmsweise mal Abwechslung. Ich hoffe es ehrlich gesagt.
Ansonsten werde ich mal gucken, ob ich an den Mods ein bisschen rumspielen kann. Dass wir vielleicht doch noch irgendwas zum Dreschen haben. Und damit sage ich an der Stelle, was ist mit der Folge? Und ich sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.